Okay, tut mir leid, mit etwas Verspätung werden wir die Vorlesung von letzter Woche fertig machen und dann wahrscheinlich erst in der zweiten Stunde die Vorlesung für heute Frequenzgang anfangen, weil Sie sicher das meiste schon von diesen Frequenzgang-Überlegungen gehört haben. Hier nur zur Wiederholung dessen, was wir letzte Woche gemacht haben. Wir haben uns das System zweiter Ordnung angeschaut und haben herausgefunden, dass je nach dem Dämpfungsfaktor Sie, wie hier dargestellt, an den Sprungantworten Überschwingen haben oder nicht, oder größeres Überschwingen. Und natürlich mit Zeta ist gleich 0, 0 Dämpfung, haben Sie einfach eine kontinuierliche, ungedämpfte Schwingung, und 1 ist dann, Zeta ist gleich 1, ist die kritische Dämpfung, wo Sie dann statt dieser zwei komplex konjugierten Wurzeln dann zwei gleiche reale Wurzeln der charakteristischen Gleichung in der linken Halbebene haben. Und das wäre also in dem Fall die Systemantwort, die gezeigt ist für Zeta ist gleich 1, die unterste Antwort, wo also jetzt die Gleichung, der Ausdruck der Antwort, diese zweite Zeile mit y ist gleich 1 ist, hier der Fall der kritischen Dämpfung. Und dann haben wir auch angeschaut, dieses Diagramm, die verschiedenen Antworten, und hier habe ich vielleicht nicht speziell darauf hingewiesen, aber das wären Impulsantworten, das heißt, Sie haben hier einfach zweiter Ordnung System, Sie haben eine Antwort, die charakterisiert ist durch ein Polynom zweiter Ordnung. Vorher mit der Sprungantwort hatten wir natürlich die Antwort charakterisiert durch ein Polynom dritter Ordnung, zweite vom System und dann 1 über S vom Sprung. Hier ist Impulsantwort zweiter Ordnung. Und dann haben wir besprochen im Detail, je nach der Lage der Wurzeln dieser Gleichung zweiter Ordnung, dass sie zuerst einmal entweder stabile Antwort haben oder unstabile. Und wir haben das, wenn man es auf den Dämpfungsfaktor reduziert, dann haben wir unstabil mit einem Dämpfungsfaktor kleiner als 0 charakterisiert und stabil mit einem Dämpfungsfaktor größer als 0. Und weiters mit Dämpfung zwischen 0 und 1, was dann entweder unstabil zunehmend oder stabil abnehmend. Das war also, wenn Sie sich erinnern, hier, das war für Zeta kleiner als 1 und größer als 0. Und hier ist es Zeta größer als minus 1, kleiner als 0. Und dann sind hier diese Antworten zum Beispiel sind typisch für Zeta größer als 1. Entschuldigung, Zeta größer als 1. 1. Und auf der anderen Seite diese Antworten hier charakterisiert durch Zeta kleiner als minus 1 und ja, fertig. Kleiner als minus 1. Okay, das war also die Zusammenfassung für System zweiter Ordnung, und was wir uns jetzt anschauen, sind für System zweiter Ordnung Antwortcharakteristiken, Zeitantwortcharakteristiken, wie sie in Zusammenhang stehen mit den Parametern des Systems zweiter Ordnung. Also im zweiten Ordnungssystem, Sie können sich erinnern, wir haben drei Parameter da, wir haben K, die Verstärkung, wir haben Zeta, die Dämpfungskonstante, und wir haben Tau, die Zeitkonstante, oder Omega N, die natürliche Frequenzäquivalent, also Tau ist gleich 1 über Omega N. Aber K ist nur die Verstärkung nehmen wir hier an, ist 1.
Das heißt, Sie haben also für die, und die Verstärkung wirkt sich einfach aus auf die Höhe der Antwort, ändert sich qualitativ an der Form der Antwort nichts. Und daher haben wir für das System zweiter Ordnung eigentlich jetzt reduziert auf zwei Parameter, Zeta und Tau. Und was wir hier machen wollen, also wir anschauen, wie diese Parameter Zeta und Tau in Beziehung stehen zu Antwortcharakteristiken. Jetzt, warum machen wir das? Wir machen es, weil wir später lernen werden, dass die Spezifikationen in diesen, durch diese Charakteristiken gegeben sind. Das heißt zum Beispiel, Sie werden gefragt, Sie müssen eine Regel entwerfen, sodass das Überschießen nicht mehr als 25% ist. Oder dass die Settling Time, also die Ausregelzeit, kleiner als 10 Sekunden ist. Und so weiter. Und die Idee ist jetzt, dass Sie diese Spezifikationen im Zeitbereich Überschießen, Ausregelzeit und so weiter übersetzen in Parameterspezifikationen für dieses System zweiter Ordnung. Das heißt, wir nehmen implizite an, später, dass wenn Sie eine Regel einwerfen und so weiter, sich das System, der geschlossene Regelkreis, so verhält wie ein System zweiter Ordnung, approximativ, und dass Sie daher von den Spezifikationen im Zeitbereich, Ausregelzeit, Überschießen und so weiter, ableiten können, was diese Parameter des Systems zweiter Ordnung, Zeta und Tau, sein müssen, damit die Spezifikationen im Zeitbereich erfüllt werden. Und hier werden diese Beziehungen illustriert, hier und in den nächsten paar Slides. Sie haben als das erste hier oben, haben Sie einfach die Antwort, wie wir es vorher gesehen haben, Sprungantwort für dieses System, für ein System zweiter Ordnung. Das heißt, hier kriegen Sie, und es wird angenommen, dass es unterkritisch gedämpft ist, das heißt Zeta kleiner als 1, und wenn Zeta ist kleiner als 1, kriegen Sie das als Antwort. Und das hier sind die Wurzeln, wobei wir wissen in dem Fall, dass die Annahme ist Zeta kleiner als 1. Und dann können Sie sehr leicht von diesen Wurzeln ableiten. Zuerst einmal, das hier ist klar der Realteil, Omega in Z, da hinten kommt der Imaginärteil, und der Realteil wird da hier bezeichnet als Sigma, und hier angezeigt, hier ist die Wurzel und hier ist also dieser Realteil Sigma. Das zweite, was Sie anschauen können, natürlich das da hier ist ein Imaginärteil, der steht da hier, und das wird bezeichnet als Omega D. Hier, Sie sehen, es hat was zu tun mit der natürlichen Frequenz, Omega N mal diesen Term, der von der Dämpfung abhängig ist. Und das Dritte, was Sie da hier sehen, wenn Sie da einfach anschauen, den Realteil und den Imaginärteil, wie wenn Sie jetzt schauen, was ist der Absolutwert, also Summe, Quadrate, Imaginär und Realteil, was ist der Absolutwert, und der Absolutwert ist Omega n. Okay. Und jetzt diese ganze Ableitung, was da sind, dass wenn Sie jetzt sich diesen Winkel anschauen, da hier, ist der Winkel Theta, und Sie sehen dann sofort, Sinus Theta wäre der Realteil über den Absolutwert. Das heißt, Sinus Theta wäre der Realteil Omega n z über den Absolutwert ist Omega n. Das heißt, Sinus Theta ist gleich die Dämpfung. Okay. Und das ist alles, was aus dem zu sehen und zu lernen ist. Das heißt, die Dämpfung ist schlechter, wenn dieser Winkel hier klein ist. Und Sie sehen hier Beispiele, also hier bei der Winkel 30 Grad ist Dämpfung 0,5, hier ist der Winkel 45 Grad, dann hätten Sie Dämpfung Wurzel 2 halbe und so weiter. Das heißt also, wenn
irgendwer als Spezifikation im Zeitbereich eine Dämpfung vorschreibt, dann wissen Sie sofort, wo Sie hin die Wurzeln legen sollen, nämlich dieser Winkel ist durch die Dämpfung spezifiziert und daher ist diese Wurzellage spezifiziert und die können Sie dann durch Tau, durch die Reglerparameter dann beeinflussen. Das ist also die Message von diesem Diagramm hier. Wir können weitergehen und wir sehen eine weitere Beziehung und die weitere Beziehung ist hier oben, diesen Exponentialterm. Wir sehen, es ist multipliziert mit Zeta über Tau und Zeta über Tau oder Zeta über Tau ist von unseren Definitionen gleich Omega n Zeta. Und Omega n Zeta war von der letzten Seite Sigma der Realteil der Wurzeln. Und Sie sehen also hier, dass dieser Realteil gewissermaßen die Zeitkonstante oder 1 über die Zeitkonstante ist des Abklingens der Sprungantwort. Also der Realteil Sigma dieser Wurzeln ist verantwortlich für die Abklingungsgeschwindigkeit sozusagen. Und wiederum diese Ableitungen und Argumentationen sind natürlich nur gültig für dieses System zweiter Ordnung hier. Aber es stellt sich heraus, viele Systeme, wenn sie mal geregelt sind, sind approximativ, verhalten sich so wie ein System zweiter Ordnung. Gut, das ist der zweite Zusammenhang und jetzt andere Zusammenhänge. System höherer Ordnung. Jetzt haben wir bis jetzt eine zweite Ordnung, jetzt muss ich nur schauen kurz da hier. Ja, wir sollten vielleicht das da hier zuerst behandeln und dann dieses System zurückgehen auf die Folie, die ich gerade gezeigt habe. Das ist eine direkte Fortsetzung von dem, was wir angeschaut haben für gedämpftes System zweiter Ordnung. Ich habe jetzt gerade dieses Sigma hier diskutiert. Hier sehen Sie typische Spezifikationen im Zeitbereich. Was hier zum Beispiel gegeben ist, ist die Rise Time. Das ist etwas willkürlich definiert und je nach dem Buch kann das anders sein, aber hier wird es definiert, als wenn die Antwort 90% des Endwerts erreicht. Weiterum gibt es hier die Ausregelzeit. Und die Ausregelzeit ist hier definiert, wenn die Antwort innerhalb eines Bandes plus minus 1% bleibt. Und dann können Sie sehr einfach, wenn Sie sich diese Gleichung anschauen, hier oben y von t, können Sie sehr leicht ausrechnen, was die Beziehung ist zwischen den zwei Parametern, die wir hier haben, wie ich erwähnt habe, nämlich Zeta und Omega n oder Tau, und diesen Charakteristiken ist, die typisch vorgeschrieben werden für ein Reglerverhalten. Und natürlich Rise Time, Sie müssen einfach ausrechnen, wann Sie zuerst 90% hier erreichen, das ist das erste hier, Peak Time wäre erste Ableitung 0 setzen von der Antwort und dann würden Sie, wenn Sie sich die Antwort ausschauen, mehrere Werte finden, wo die erste Ableitung 0 ist, also die wäre hier, hier und hier und so weiter und dann der kleinste Wert gebe Ihnen dann Anregelzeit, wie es auf Deutsch heißt, oder die Peak Time. Das Überschwingen wäre dieses MP, wie weit es ist, also das wäre die Höhe yt zum Zeit des ersten Maximums, das Überschwingen und die Ausregelzeit habe ich schon definiert. Und warum das hier so approximativ geschrieben ist,
diese 2 ist, weil es abhängt von der Definition der Anstiegszeit, nämlich hier 0,9, und abhängig der Definition der Ausregelzeit plus minus 1%. Natürlich abhängig von dieser Annahme, 90% und 1%, kriegen Sie andere, nicht qualitativ andere Werte, aber quantitativ dieses 1,8 ändert sich und das 4,6 ändert sich, nicht die anderen Werte. Okay, und was wir sehen hier, ist, dass zum Beispiel das Überschwingen hier, MP, das Überschwingen hängt einzig und allein von der Dämpfung ab. Das ist einzig und allein von Zeta. Und auf der anderen Seite die Anstiegszeit, das ist diese Zeit hier, TR, hängt einzig und allein von Omega 1 ab. Und die anderen Sachen sind gemischt. Sie hängt ab von Omega 1 und Zeta. Und das oft, Sie bekommen Spezifikationen dieser Art. Sie schauen danach, was sind die übersetzt Spezifikationen an Omega N und Zeta und stellen dann eine Regel ein, um diese Omega N und Zeta zu ergeben. Und dann haben Sie die Zeitantwort. Wir gehen dann zurück zu dem einen Folie, die ich diskutiert habe, aber wir sollten das zuerst besprechen. Nämlich, ich habe gesagt, das System verhält sich ungefähr wie ein System zweiter Ordnung. Und die Frage ist natürlich, was ist, wenn das System, das Sie jetzt untersuchen, nicht genau ein System zweiter Ordnung ist? Wie verändern sich die Antwortcharakteristiken des Systems? Und hier ist eine Analyse gemacht an einem Beispiel, wenn Sie das hier wäre im Nenner, wäre einfach ein System zweiter Ordnung, wie wir es besprochen haben, aber ist jetzt der Effekt einer Nullstelle, der Einwirkung einer Nullstelle. Und die Nullstelle ist skaliert, die Nullstelle ist auch Zeta mal Omega, aber skaliert mit einem Faktor Alpha. Was passiert jetzt mit einem Alpha? Sie können sich vorstellen, mit einem Alpha, mit der Nullstelle, die Nullstelle ist also die Nullstelle, Nullstelle wäre Zeta, Z ist gleich minus, minus Alpha Zeta Omega N. Das wäre die Nullstelle. Das Sie sehen also, wenn das Alpha groß ist, geht die Nullstelle weit in die linke Halbebene hinaus. Wenn das Alpha klein ist, geht es zur Imaginärachse. Und wenn Sie sich jetzt diesen Ausdruck hier anschauen, sehen Sie auch, also wenn Alpha groß ist, dann dividiert es das durch eine große Zahl und Sie kriegen eine kleine Zahl hier, das ist, heißt, es ist approximativ 1. Das heißt, Nullstellen, die weit weg in die linke Halbebene sich bewegen, sieht man nicht mehr. Nullstelle verschwinden in die linke Halbebene hinein. Das heißt, Sie sehen sie nicht in der Antwort, wenn Sie weit weg in der linken Halbebene sind. Weil dann ist dieser Ausdruck, wenn Alpha groß ist, weit in der linken Halbebene, ist der Ausdruck praktisch gleich einem System zweiter Ordnung. Wenn Alpha klein wird, dann wird es die Antwort beeinflussen. Und das ist hier an diesen Diagrammen dargestellt. Und wir schauen vielleicht zuerst hier das MP an. MP war die Peak Height in der Antwort. Und Sie sehen hier das dargestellt für verschiedene Zetas. Wenn Zeta kleiner ist, haben Sie natürlich einen größeren Peak Height, als wenn Zeta größer ist. Je kleiner die Dämpfung, desto größer das Überschwingen. Aber hier sehen Sie das Verhalten mit Alpha. Und Sie sehen hier, dass wenn Alpha groß wird, wie ich Ihnen gesagt habe, die Nullstelle weit in die linke Halbebene hinein sich bewegt, dann verändert sich diese MP kaum mehr und bleibt konstant. Und es bleibt konstant, so wie es ist, für ein System zweiter Ordnung ohne Nullstelle. Erreicht also diesen asymptotischen Wert. Und hier ist praktisch das Gleiche wieder dargestellt. Hier sehen Sie nur das Überschwingen. Hier ist es die Zeit, also dimensionslose Zeitskala.
Das heißt, Tau kürzt sich heraus. Das heißt, hier ist einfach gezeigt für ein bestimmtes Zeta 0,5, wie das Alpha das beeinflusst. Und wenn jetzt Alpha wieder groß wird, bekommen Sie genau, wenn Sie es vergleichen, die Antwort eines Systems zweiter Ordnung ohne Nullstelle. Also das gibt Ihnen qualitativ den Einfluss der Nullstellen. Kurz zusammengefasst, Nullstelle in der Nähe der Imaginärachse, dann gibt es mehr Überschwingen als sonst. Das ist eine einfache Zusammenfassung. Nullstelle, wenn sie weit weg ist in der linken Halbebene, ist egal. Wenn sie gerade an der Imaginärachse ist, dann gibt es ihnen mehr Überschwingen. Das ist dann zusammengefasst an diesen, mit diesen Regeln hier. Und wenn ich jetzt sage, weit in der linken Halbebene nicht, das ist natürlich schwer zu beurteilen. Und die Beurteilung ist hier durch einen Faktor 4. Das heißt, wenn Sie die Pole haben und die Nullstelle mehr als ein Faktor 4 links draußen ist, dann spüren Sie sie nicht. Wenn sie weniger als Faktor 4 ist, dann spüren Sie sie, wie angezeigt in diesem, hier ist wieder der Faktor 4, wie angezeigt in diesen Diagrammen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Das ist alles, was da geschrieben ist, folgt aus dem, was wir besprochen haben. Mit der Ausnahme, was wir nicht besprochen haben, ist eine zusätzliche, und das ist wichtig, und wir werden auf das heute später eingehen, im Zusammenhang mit Frequenzbereich, eine zusätzliche Nullstelle in der rechten Halbebene führt zum Unterschwingen. Also wir haben jetzt immer in der linken Halbebene, in der rechten Halbebene, Sie erinnern sich, Pole in der rechten Halbebene sind Instabilität, Nullstellen in der rechten Halbebene sind nicht instabil, aber sie führen zu Unterschwingen und sind, wie wir im Rahmen der Vorlesung immer wieder sehen werden, höchst unerwünscht. Und sie sind wiederum höchst unerwünscht, wenn sie nahe der Imaginärachse sind, wenn sie weit weg in der rechten Halbebene sind, spürt man sie nicht. Das ist eine Zusammenfassung und jetzt möchte ich nur zurückgehen zu dem einen, ich glaube, das ist alles hier, jawohl, zu dem einen, zu der einen Folie hier. Und die betrachtet bestimmtes System, nämlich ein System, das sich aus einer Serie von Filtern erster Ordnung zusammensetzt. Sie haben also einen Filter erster Ordnung hier, 1 über Tau S plus 1, n dieser Filter. N dieser Filter in Serie, angeregt durch einen Sprung. Und hier wird die Antwort gezeigt auf dem Diagramm. Die Antwort als Funktion der Anzahl von Systemen, 1, 2, 50. Aber hier ist die Zeitachse skaliert, das heißt, die Zeitachse skaliert bei n mal Tau. Das heißt, das ist die Summe der Zeitkonstanten dieser Systeme. Also wenn Sie jetzt 10 Systeme haben, dann ist es skaliert durch 10 Tau. Dann bekommen Sie also diese Antworten. Und wenn man so in erster Approximation anschaut, sind diese Antworten in etwa etwas sicher vom Zeitverhalten ähnlich. Und das heißt, in erster Approximation könnte man sagen, dass die Zeitkonstante des Gesamtsystems ist die Summe der Zeitkonstanten der Einzelsysteme n mal Tau. In erster Approximation. Und jetzt machen wir ein zweites Gedankenexperiment, dass wir jetzt diese n-Systeme erster Ordnung zusammenhängen, aber gleichzeitig jedes dieser Systeme schneller machen, das heißt die Zeitkonstante durch n dividieren. Das heißt, wir machen das jetzt hier. Wir haben hier Tau mal n als Zeitkonstante, hier, um Sie zu erinnern, haben wir Tau. Sonst ist es gleich. Also hier unten mit jedem zusätzlichen
erst System erster Ordnung, jeden zusätzlichen Filter ändern wir alle, um sie schneller zu machen. Tag über ein. Und Sie können dann in Ihren Formeln von der Analysis nachschauen, was ist der Grenzwert einer Reihe, wie sie hier gezeigt ist, wenn n gegen unendlich ist. Und der Grenzwert ist e hoch minus tau s. Das heißt, wenn Sie unendlich viele Systeme erster Ordnung haben, die aber in der Summe die gleiche Zeitkonstante haben wie die Todzeit hier, tau, dann ist das das Äquivalent einer Todzeit. Das heißt, Sie können eine Todzeit approximieren durch unendlich viele Filter erster Ordnung und Sie sehen das ein bisschen hier. Wenn wir zu 50 gehen, sehen wir schon den Trend, aber wir können jetzt weitergehen. Wenn Sie jetzt zu unendlich gehen, dann wird, Sie sehen das von dieser Kurve hier, dann wird das so ausschauen. Hier. Das heißt, unendlich gibt es Ihnen dann eine Todzeit, wie sie hier gezeigt ist. Das heißt, im Prinzip, eine Todzeit können Sie approximieren durch n Filter erster Ordnung mit Zeitkonstante tau über n. Ja, das ist eine gute oder schlechte Approximation, je nachdem, für was Sie die Approximation verwenden wollen. Normalerweise ist es nicht eine Approximation, die wir bauen. Sondern wenn wir eine Todzeit und eine Schaltung bauen oder ein Simulationsprogramm bauen, dann werden wir nicht diese Approximation verwenden, sondern normalerweise Pardee-Approximationen und andere, die Ihnen bessere Charakteristiken geben bezüglich dem Frequenzbereich. Aber im Prinzip ist das eine Approximation einer Todzeit. Und der Unterschied ist, Sie haben eine rationale Funktion von diesen einen Filtern und Sie haben eine irrationale Funktion von der Todzeit. Und normalerweise mit den irrationalen Funktionen ist die ganze Analyse und Pol feststellen und so weiter um vieles komplizierter als rationale Funktionen. Aber irgendwie verschiedene Mathematikforscher sind immer noch insistieren sie, dass sie mit der Todzeit arbeiten und irgendwie ist das lokal bedingt. Die meiste Forschung über Todzeitsysteme ist in Frankreich, obwohl es von der praktischen Bedeutung sehr in den meisten Fällen wenig Wert hat. Mathematisch sehr interessant, aber praktisch wenig Wert hat, weil praktisch gibt es meistens keine, in einem Analogsystem, keine exakte Todzeit und daher Approximation, wie wir es hier machen, oder durch Pardee-Approximation ist vollkommen zulässig. Gut, dazu noch irgendwelche Fragen, also das sind jetzt so Standardantworten von Systemen, zweiter Ordnung, n-ter Ordnung, zweiter Ordnung, plus Nullstelle und so weiter. Okay. Und dann Stabilität, wir haben das Intet schon eigentlich verwendet. System ist stabil, weil alle Variablen nie unendlich werden und für t gegen unendlich gegen 0 gehen. Und dann haben Sie, und das haben Sie sicher schon woanders gesehen, aber nur um das hier klar festzuhalten, lineares zeitinvariantes System ist dann und nur dann asymptotisch intern stabil, wenn alle Pole in der offenen linken Halbebene liegen. Okay. Es ist dann so eine einfache Plausibilitätsbetrachtung, ist auch angeführt, die Sie sich anschauen können. Es sei nur bemerkt, ganz unten, in bestimmten Ausnahmefällen gibt es Pole, die nicht in der charakteristischen Gleichung auftauchen. Das hat zu tun mit Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit und wir werden das im letzten Teil des Semesters betrachten. Aber für jetzt brauchen wir nur sagen, Nenner, Pole, offene linke Halbebene, das heißt Pole auf der Imaginärachse sind nicht erlaubt für Stabilität. So wie wir das definiert haben. Jetzt irgendwelche Fragen dazu noch? Gut, wenn nicht, dann können wir kurz anfangen, das nächste Kapitel.
So. Beschreibung von Systemen im Frequenzbereich, also jetzt in diesem vergangenen Kapitel haben wir alles im Zeitbereich, wir haben uns die Zeitantwort angeschaut, Überschwingen, Settling Time und so weiter. Und jetzt schauen wir den Frequenzbereich an. Jetzt warum der Frequenzbereich und warum mit der Regelungstechnik? Manchmal sind sie direkt, sagen wir, bei Power Electronics, das heißt, sind sie direkt im Frequenzbereich interessiert, aber oft sind die Anwendungen so, dass sie im Frequenzbereich nicht direkt interessiert sind. Aber oft gibt ihnen ein Blick auf die Frequenzantwort, am Frequenzgang, ihnen sehr gute qualitative Informationen über das System, schwingt, nicht schwingt, nahe der Instabilität, wie weit weg von der Instabilität, viel besser, als sie es mit irgendeiner Zeitantwort sehen könnten. Und daher wiederum, wie ich schon am Anfang letzter Woche gesagt habe, wir verwenden diese Methode jetzt nicht, um die genaue Simulation zu ersetzen, das macht keinen Sinn, sondern um qualitativ schnell einen Eindruck von der Antwort des Systems zu bekommen. So. Hier, Sie können die Herleitung anschauen, das einfach vom Faltungsintegral, wenn Sie einen periodischen Eingang in das System, haben und dann sich dann die asymptotische Antwort anschauen. Asymptotisch heißt also stationärer Fall, das heißt, wir nehmen an, dass dieser Eingang von minus unendlich wirkt und wir schauen uns dann zur Zeit t an, also eine stationäre Schwingung. Und wir können aus diesen Argumenten hier einfach folgend diesem Faltungsintegral und ein paar Umformungen, können wir dann die stationäre Antwort yt auf diesen Eingang Cosinus Omega t ableiten und wir finden dann, dass der stationäre Ausgang eine periodische Schwingung Cosinus ist mit einer anderen Amplitude um den Faktor g und einem Phasenverschiebung entsprechend der Phase von g von I Omega. Hier ausgeschrieben als Arcus-Tangens von Imaginärteil über Realteil. Und das ist also diese Beziehung System und Frequenzantwort, die ich hier nur noch einmal für Sie aufgeschrieben habe. Was wir manchmal verwenden für Betrachtungen ist nicht so sehr das Bode-Diagramm, sondern das Nyquist-Diagramm. Oder Nyquist, das war ein Schwede, habe ich gelernt, Bode war Amerikaner, aber Nyquist hat in den USA gearbeitet. Und das Nyquist-Diagramm ist nichts anderes als die Darstellung des Bode-Diagramms oder den Frequenzgang im Polarkoordinaten. Das heißt, genau ist der Nyquist-Diagramm so definiert, als konforme Abbildung einer geschlossenen Kurve, wie Sie es in Analysis 3 lernen. Das heißt, Sie haben hier eine rationale Funktion als Beispiel, 1 über s plus 1 Quadrat, die komplexe Zahlenebene s in komplexe Zahlenebene abbildet und insbesondere haben Sie dann zum Beispiel geschlossene Kurven, werden abgebildet in geschlossene Kurven, Winkel werden abgebildet und so weiter. Und was wird hier für das Nyquist-Diagramm abgebildet? Eine ganz spezielle Kurve, nämlich die Nyquist-D-Kurve, wie wir es auch nennen. Wo habe ich jetzt das geschrieben? Entlang Kurve D hier. Und diese D-Kurve schaut also so aus wie ein D. Dass diese Kurve im Uhrzeigersinn
die wir abbilden, also das ist eine Kurve im Real-Imaginär-S-Bereich und ich bilde das ab, das ist also jetzt die Bildebene, das heißt jeder Punkt geht auf einen Punkt hier rechts, ich habe eine geschlossene Kurve, die abgebildet wird, gibt wieder eine geschlossene Kurve und ich kann daher jeden einzelnen Punkt darüber verfolgen und ich werde das dann machen und ich bekomme spezifisch hier, wenn ich Farben benutze, also dieser Bereich hier D1 wird dieser Bereich hier sein. Ich soll noch dazu sagen, das D ist unendlich groß, asymptotisch. Das heißt, das D asymptotisch umfasst die ganze rechte halbe Ebene. Das heißt, ich gehe nach unendlich, habe den Kreis im Unendlichen zurück und komme dann wieder herauf auf der Imaginärachse. Das ist die D-Kurve, asymptotisch. Natürlich zeichne ich so. Und wenn ich das mache, dann wird dieser blaue Bereich hier wird abgebildet, wie ich gesagt habe. Und wir werden das dann noch genauer verfolgen. Und dann können wir sagen, der grüne Bereich hier, wenn ich wieder zurückkomme, der grüne Bereich wird das abgebildet. Und jetzt der Ursprung, Entschuldigung, das war jetzt falsch, der gelbe Bereich, nicht der Ursprung, der gelbe Bereich wird abgebildet in den Ursprung hier. Aber wir schauen uns das dann im Detail an und jetzt machen wir 10 Minuten oder ungefähr 10 Minuten Pause. Gut, wir fangen an mit einer Ankündigung vom AMIF. Test, 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 Test. So, hallo? Hört man mich überhaupt? Geht das? Gut, also wer mich noch nicht kennt, ich bin der Präsident. Nein, also ich bin Alex vom AMIF und wir haben ein Event am Mittwoch und zwar ein Tech Talk von Microsoft. Das heißt, wenn ihr einen der Lead Developer von Microsoft mal ja, euch ein bisschen was erzählen lassen wollt, wie die so arbeiten, wie die Probleme angehen, Mittwochabend im HG auf der Webseite findet ihr noch mehr Infos dazu. Mittwochabend um 6. Ja, das war's schon. Danke. Danke. Gut. Hier ist jetzt im Detail das ausgeführt, was wir auf der letzten Seite gesehen haben. Also dieses Übertragungsfunktion über 1 über S plus 1 Quadrat. Und wir schauen uns an, wie diese D-Kontur, die wir hier haben, wie die über diese Funktion 1 über S plus 1 Quadrat, wie die abgebildet wird. Und das ist im Detail hier hinten ausgeführt. Aufteilen in Realteil, Imaginärteil. Ich nehme an, das kennen Sie. Die Idee hier ist, hier bestimmen die Schnittpunkte. Also ein Schnittpunkt wäre mit der Realachse, das heißt das Omega hier gleich 0 zu setzen. Dann sehen Sie Schnittpunkt mit der Realachse, es beginnt bei Omega ist gleich 0, beginnt das am Punkt 1. Wenn wir zurückschauen, hier, es beginnt also hier an dem Punkt 1. Das Weitere, was Sie dann schauen können, ist, wann ist der Realteil 0? Das ist hier, das ist für Omega ist gleich plus minus 1 und für Omega plus minus 1 gibt sich der Imaginärteil als 0,5. Und der Haupt- oder das vielleicht Wichtigste hier ist, dass Sie sagen, was passiert mit dem großen Kreis? Der große Kreis hat die Formel R
mal e hoch i Theta, das wäre der Radius r, e hoch i Theta, wenn wir zurückschauen, also das wäre hier der Radius r, e hoch i Theta von, genau gesagt, von plus pi halbe, also die Phase hier von dem Kreis wäre von kleiner als, also um das zu zeigen, wäre es kleiner als Pi halbe und größer als minus Pi halbe. Das wäre der Kreis. Mit R mal E hoch I Phi, oder Theta ist es hier genannt. Und dann natürlich, wenn Sie jetzt das einsetzen, hier oben das R hoch I Theta, hier für das S einsetzen und R gegen unendlich gehen lassen, dann wird G von S gegen 0, das heißt, dieser ganze Kreis wird gegen 0 auf 0 abgebildet, was ich Ihnen mit der gelben Farbe vor der Pause angedeutet habe. Das ist jetzt dieses Nyquist-Diagramm. Es ist jetzt hier im Detail noch einmal dieses Beispiel durchgearbeitet. Was sind Eigenschaften, die Sie sich erinnern sollen, die Sie relativ einfach zeigen können? Das Nyquist-Diagramm ist symmetrisch bezüglich der reellen Achse und daher wird oft nur die, was oft nur gezeichnet wird, ein Teil vom Nyquist-Diagramm und der andere ist das Spiegelbild dazu. Das zweite ist, was wir gerade jetzt diskutiert haben, falls der Zählergrad kleiner als der Nennergrad ist, dann wird der Kreisschluss auf 0 abgebildet, weil dann haben Sie sowas wie 1 über s plus 1 Quadrat, wie wir es hier haben, und dann wird es auf 0 abgebildet, dieser unendliche Kreis. Und dann, wie Sie wissen, wenn wir uns nur die positive imaginäre Achse anschauen, dann kriegen wir das Bode-Diagramm. Und was hier dargestellt ist, ist das Bode-Diagramm und dann die einzelnen Punkte, Frequenz 0,1, 0,1, 10 und so weiter, aufgetragen hier, B, C, D, entlang hier. Das heißt, vom Bode-Diagramm direkt kriegen Sie diesen Teil des Nyquist-Diagramms und das ist natürlich der Teil, der ist für Omega größer als Omega größer 0, kleiner plus unendlich. Ne? Das ist dieser blaue Teil. Positive Imaginärachse und das ist normalerweise oder oft, was der Nyquist-Diagramm ist und man ergänzt sich dann im Kopf, das ist symmetrisch mit der Realachse und hat auch dann den oberen Teil, wobei der obere Teil dann die Abbildung der negativen Imaginärachse ist und wiederum der Nullpunkt, der unendliche Kreis auf Nullpunkt abgebildet wird. Warum verwenden wir das Nyquist-Diagramm? Wir verwenden es, weil dann wir später Betrachtungen für Stabilität machen, Betrachtungen für Robustheit besonders, wo es eine Betrachtung des Nyquist-Diagramms sehr nützlich ist. Vom Nyquist-Diagramm, von diesem Gesamtdiagramm, können Sie sehr leicht ableiten, wann ein System stabil, instabil wird. Vom Bode-Diagramm, natürlich hat das Bode-Diagramm die gleiche Information, aber das ist unmöglich zu sehen ohne sehr viel Vorstellungsarbeit vom Bode-Diagramm. Obwohl eins kann natürlich ins andere übersetzt werden. Eins heißt natürlich für das Bode-Diagramm die Kombination, das habe ich jetzt nicht darauf hingewiesen, aber natürlich die Kombination von Amplitude und Phase. Okay. Bode-Diagramm, nur kurz das zu sagen, ohne dass ich es jetzt wieder herleiten möchte, weil Sie das sicher schon mehrmals gehört haben. Wir haben die Amplituden additiv auf der Log-Skala und auf die Phasen sind auch additiv mit den
Faktoren der Übertragungsfunktion, und diese Faktoren der Übertragungsfunktion sind hier in dieser Weise geschrieben. Also 1 plus I Omega oder 1 plus ST Tau 1, 1 plus S Tau 2 und so weiter. Wir können uns jetzt vielleicht Standardklassen anschauen, und im Allgemeinen haben wir dann allgemeine Diagramme als Summe der Standardklassen. Wiederum, wenn Sie ein genaues Bode-Diagramm brauchen, dann plotten Sie es aus mit MATLAB. Wir werden aber sehen jetzt, dass wir verstehen müssen, wie die einzelnen Terme das Bode-Diagramm verändern, weil das ist, wie wir Regler entwerfen. Wir werden einen Regler entwerfen, der, das heißt Loop Shaping, und das ist eine Standard-Industrie-Methode. Das heißt, wir haben ein Bode-Diagramm vom System ohne Regler, und dann werden wir sagen, wie müssen wir dieses Diagramm verändern durch einen Reglerzusatz, damit das Verhalten des geschlossenen Regelkreises bestimmte Charakteristiken aufweist. Und daher müssen wir das Bode-Diagramm verstehen, nicht einfach plotten, weil sonst wissen wir nicht, was wir dazugeben soll, um es zu verändern. Und das ist also die Idee dieser Diskussion. Nicht, um das genau so zu zeichnen, sondern um zu sehen, was der Einfluss der verschiedenen Faktoren ist. Und die drei Standardsachen, die hier wir anschauen, ist, das ist hier, das wäre natürlich S zu N, und N könnte positiv oder negativ sein. Schauen wir als erstes an, und dann hier ist es Tau S plus 1 N, das heißt, es könnte nur Zähler sein, nur Nenner sein, und hier ist dann System zweiter Ordnung, Standardbeschreibung, wiederum plus minus 1, entweder im Zähler oder im Nenner, nur damit wir sehen, wie diese Bode-Diagramm-Teil ausschaut. Also jetzt das erste Beispiel S to the N. Wir schauen uns an von der Definition des Bode-Diagramms, also das wäre K mal I Omega N, Logarithmus gibt dann Logarithmus K0 plus N mal Log I Omega. Wenn wir das jetzt vom Absolutwert auftragen, dann unter hier unten Log Omega, ne, da hier unten der Skala Log Omega, dann ist das natürlich eine Gerade mit Steigung n. Und das ist hier Slope n. Und es geht durch, eigentlich müsste man hier sagen, diese Linie ist nicht 1, sondern diese Linie wäre hier log k0. Wenn man direkt von oben kommt, ne? Oder können wir hier sagen, K0 ist gleich 1, ne, für dieses Diagramm. Und dann mit N ist gleich 2 und N ist gleich minus 1. Und alle diese Terme werden wir brauchen. Positiver Exponent würde heißen im Zähler, und das andere würde heißen zum Beispiel, dass n minus 1 wäre 1 über s, das wäre ein Integrator, und das hier wäre genau ein Bode-Diagramm eines Integrator, eines Systems, das einfach aus einem Integrator besteht. Und dann hier entsprechend die Nyquist-Diagramme, die ja, können Sie vom Bode-Diagramm herleiten. Was wichtig hier ist vielleicht für diese, ja, die Phase ist nicht gezeichnet, die Phase wäre hier n mal 90. Das heißt, die Phase vom Integrator, zum Beispiel hier, wäre die Phase minus Pi halbe für alle Frequenzen. Weil Sie haben kein Realteil, das sind nur im Imaginärteil oder Realteil ist 1. So, dann das zweite Mustersystem wäre I Omega T plus 1. Und hier schauen wir es asymptotisch an, wie sich diese Funktion verhalten würde. Im ersten Fall, wenn Omega T viel kleiner als 1 ist,
Das wäre, das heißt dann, es ist vernachlässigbar gegenüber 1, das heißt, sie haben 1, das heißt für Omega t viel kleiner als 1, die Funktion ist konstant gleich 1. Und das zweite, wenn Omega t viel größer als 1 ist, dann können sie 1 vernachlässigen und dann schaut das aus einfach wie I Omega t. Und dann können Sie sich anschauen, wo diese zwei Funktionen sich treffen. Und die zwei Funktionen treffen sich bei, wenn I Omega t gleich, Omega t gleich 1 ist. Und das heißt, Omega ist, equal, ist gleich 1 über Tau. Das ist der Schnittpunkt dieser zwei. Das heißt, Sie haben jetzt für, hier ist das Beispiel, für genau diese Funktion hätten Sie hier den, die Asymptote, die eine Asymptote, das wäre die Asymptote für ungefähr Omega t. Und das hier wäre die Asymptote für ungefähr 1. Und sie treffen sich hier auf 1 über Tau. Und Tau ist hier angenommen gleich 10. Und für die Phase ist es ähnlich. Also hier die Phase ist angegeben. Phase ist 0 für die erste Asymptote. Das heißt, wäre die Phase 0 in dem Bereich hier asymptotisch. Phase 0. Und im anderen Bereich wäre die Phase 90. Das ist nicht gut gezeichnet, aber das ist vom Buch hier. Wir sollten das 0,1, damit es untereinander ist. Da wäre die Phase 0 am linken Bereich. Am rechten Bereich wäre die Phase 90. Und das heißt, einfach asymptotisch wäre es so. Und dann ausgezogen in Detail in dieser Magenta-Kurve hier. Und Sie können dann anschauen, wie Sie es sicher schon gehört haben, für die Inverse, also 1 über S Tau plus 1. Hier jetzt für System zweiter Ordnung, das ist nicht so leicht zu zeichnen mit irgendeiner Approximationsbetrachtung, wie wir es hier gemacht haben. Und was hier gezeigt ist, ist Omega mal Omega oder über Omega n, das heißt, es skaliert mit diesem mit dieser normalen Normalfrequenz Omega n und dann gezeichnet als Funktion der Dämpfung Zeta und je nach der Dämpfung haben Sie dann diese Peak-Werte, die mit der Dämpfung, die zunehmen mit abnehmender Dämpfung. Und ähnlich haben Sie für die Phase steilere und steilere Phasenabfall. Also es geht von 0 auf minus Pi, minus 180 und je nach der Dämpfung kriegen Sie steilere und steilere Abfälle. Und das haben Sie hier natürlich das bekannte Phänomen der Resonanzfrequenz für kleine Dämpfungen. Das heißt, wenn Sie mit der Frequenz Omega n anregen, bekommen Sie hier in dem Beispiel für Zeta ist gleich 0,05, bekommen Sie eine Verstärkung zwischen Eingang und Ausgang um Faktor 10. Und hier ist gezeigt für Nyquist-Diagramme, das ist also im Prinzip übertragen vom Bode-Diagramm und das sind also zwei Beispiele, 0,7 und 0,05. Das ist der große Unterschied. Und wo sehen Sie den Unterschied? Sie sehen natürlich, wo ist die Amplitude. Das Amplitudenverhältnis wäre natürlich die Länge oder die Amplitude wäre das da hier. Und Sie sehen in dem Fall, die Amplitude ist maximal oder jetzt irgendwas in der Richtung.
maximal, also in dem Bode-Diagramm vorher, und Sie vergleichen hier diesen Wert hier oder auch die Amplitude und diesen Wert hier. Und Sie sehen daher die viel größere Verstärkung zur Resonanzfrequenz für kleinere Dämpfungen. Also hier genau mit dem Omega N wäre die Amplitude, ich werde das noch einmal hier auslöschen. Also mit Omega N wäre das genau, also zu dieser Frequenz Omega N wäre das die Amplitude und hier zu Omega N wäre das die Amplitude. Und Sie sehen also hier der Ausdruck der Verstärkung. Sonst gibt sich in etwa dann diese Kreisform wiederum durchgezogen für die positive imaginäre Achse und strichliert für die negative imaginäre Achse. Und hier ist dann ein Beispiel, wo einige dieser Standardfunktionen zusammengesetzt werden. Und da wir die Logarithmen addieren können, um das Gesamte zu bekommen, können wir also grafisch die einzelnen Beiträge dieser Faktoren zusammenzählen. Zuerst einmal sehen wir die Gesamtverstärkung, das wäre also 2000 dividiert durch 500 hätten wir 4 mal 0,5 wäre 2. Also die stationäre Verstärkung, soweit man davon sprechen kann, mit 1 weiß, wäre 2. Wir sind also da hier, das ist 2 hier. Und das Erste, was wir anschauen können, ist 1 über S, die Funktion 1 über S. Das wäre also diese, werden Sie jetzt in verschiedenen Formen machen. Fangen wir an mit dem roten 1 über S, das wäre das rote hier, das wäre also der Diagramm hier. Dann das Zweite, was wir uns anschauen können, ist S plus 0,5, das wäre also der blaue Term hier. Und wenn wir jetzt das plotten den blauen Term von der Standardfunktion asymptotisch, dann wird das mit diesem Breakpoint, also mit diesem Eckpunkt 0,5 sein. Und wir können dann dazugeben, hier den blauen Term, dass er dann so ausschaut mit Steigung 1. Das wäre also Steigung 1. Gleich ausschauen wir das hier. Das wäre der blaue Term. Dann bekommen wir den grünen Term S plus 10. Und S plus 10 wäre dann und dann schließlich bekommen wir noch einen gelben Teil. Das wäre S plus 50, das heißt, das wäre S plus 50 und Sie können jetzt grafisch den blauen, den grünen, den roten und den gelben addieren und bekommen dann die Magenta-Kurve, die hier angegeben ist und das solche Betrachtungen machen wir, wenn wir das Loop-Shaping-Regler-Auslegung machen. Das heißt, wir haben eine Kurve dieser Art und dann addieren wir dazu ein System erster Ordnung mit einem Integrator und wir schauen, wie wir das platzieren sollen auf dem Bode-Diagramm, um einen bestimmten Einfluss zu haben. Also das ist diese Idee der Skizze und mit den Phasen können Sie es ähnlich machen. Hier ist nur gezeigt, eben diese approximative Phase, wie ich es Ihnen vorher auch gezeigt habe, diese approximative Phase hier, also in dem Beispiel
und dann die Interpolation durch diese Magenta-Kurve. Wo wir also bei minus 90 anfangen. Zum Glück nicht mein Telefon. So. Hat sich's überlegt. Minus 90 vom Integrator und dann die anderen Beiträge von der Nullstelle hier, dann von der ersten Polstelle und der zweiten Polstelle hier. Wenn die Pole komplex ist, ist es sehr schwer, das so zu skizzieren. Hier ist ein Beispiel, was passiert. Sie sehen zwei Terme, einerseits das 1 über S, den Integrator, und der Integrator kommt hier zum Spielen. Und dann das zweite System zweiter Ordnung, unterkritisch gedämpft. Sie wissen, das schaut so aus. Sie können sich vorstellen, woher das kommt. Also das kommt dann, dass das zusammengezählt wird, irgendeine Funktion der zweiter Ordnung wird zugezählt zur Integrator und da gibt ihnen dann die Magenta-Kurve. Wiederum, Sie sehen, diese Resonanzpeak ist jetzt da, aber natürlich übergelagert auf den Integrator. Hier ist ein weiteres Beispiel. Hier hätten wir die Phase, in dem Fall wäre 1 vom Integrator und 2 mal Pi halbe vom System zweiter Ordnung und gibt ihnen dann asymptotisch hier ein minus 270 in der Phase. Also ein weiteres Beispiel. Ein interessantes Beispiel hier ist dieses, und zwar sehen Sie das oft in dynamischen Systemen und in dynamischen oszillierenden Systemen, die Sie sich oft darstellen können oder die oft dargestellt werden als eine Kombination von Massen und Federn. Und hier ist gezeigt ein Bode-Diagramm, das Sie bekommen könnten und es hier beschrieben, woher. Und ich möchte es Ihnen nur jetzt kurz zeigen. Also die Annahme ist, Sie haben da hier eine Masse, die ist verbunden mit einer Feder, mit einer anderen Masse. Sie haben jetzt eine Kraft, die hier wirkt. Und Sie schauen sich die Verschiebung dieser Masse y an, die durch Einwirkung dieser Kraft sich bewegt. Das ist also das System, das dem zugrunde liegt, oder ein ähnliches System, das dem zugrunde liegt. In etwa dieses System. Und jetzt können Sie sich praktisch vorstellen, was passiert, wenn Sie jetzt, habt ihr leider kein Experiment, was passieren würde. Sie haben jetzt diese zwei Massen und Sie regen jetzt das sinusförmig an, die eine Masse. Jetzt zuerst einmal können Sie sich vorstellen, wenn Sie diese Masse hier ganz langsam anregen mit der Kraft, wiederum sinusförmig, was wird passieren? Diese Masse wird sich natürlich, die Feder wird überhaupt nicht zum Tragen kommen und diese Masse, die zweite Masse, wird sich verschieben im Parallel zur ersten Masse. Ne? Sie können sich auch vorstellen, wenn Sie hier eine Kraft einwirken lassen mit sehr hoher Frequenz, dann wird die nur mehr die erste Masse anregen und das wird alles gedämpft durch die Feder und die zweite Masse wird sich überhaupt nicht bewegen. Aber das Interessante ist zwischendrin. Was kann passieren? Zwei Sachen. Das erste ist gezeigt, also das Folgen und das, die Nullantwort sehen Sie hier, also das wäre die Nullantwort vor sehr hohe Frequenzen, kommt nichts heraus. Wir wollen jetzt diese Antwort verstehen. Was heißt diese Antwort? Diese Antwort heißt, dass wenn ich mit einer bestimmten Frequenz anrege, hier in dem Beispiel 1, dann bewegt sich diese Masse, ich schaue ja die Y-Masse an, bewegt sich sie überhaupt nicht. Ich reg sie an, die Masse mit F, und ich schaue mir Y und Y ist 0.
Was passiert? Was passiert ist, dass ich rege an und ich rege an mit einer Frequenz, sodass die andere Masse, diese Masse hier, genau in die Gegenrichtung oszilliert und daher netto keine Kraft auf die Masse in der Mitte auswirkt. Ich rege an auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich rege an hier, auf der anderen Seite oszilliert diese Masse und die Kombination der Kraft von dieser Massefeder in diese Richtung und der Kraft von extern in diese Richtung ist so, dass sich die Masse dazwischen überhaupt nicht bewegt. Und das ist diese, was man Antiresonanz hier nennt. Und es ist typisch für solche mechanischen Systeme. Das wäre also die Antiresonanz. Und jetzt die Frage, was ist mit der Resonanz? Mit der Resonanz wird das Folgende passieren. Wenn ich jetzt hier diese Kraft sinusförmig variiere, dann ist es zu einer Frequenz, wo diese Masse hier zieht, in der gleichen Richtung, wie ich mit der Kraft schiebe. Das heißt, es wirkt sich eine verdoppelte Kraft aus auf diese Masse hier. Einerseits die Kraft, die ich ausübe, andererseits die Kraft von dieser Masse, die in dem gleichen Moment wegzieht. Und dadurch habe ich eine Verstärkung der Auslenkung dieser Masse zu der bestimmten Frequenz. Also Sie haben eine Antiresonanz und eine Resonanz. Und wir haben jetzt hier, ich kenne nicht genau dieses Beispiel, aber wir haben hier vielleicht zwei Massen. Wenn Sie jetzt sich vorstellen, eine große mechanische Struktur, und das wird oft angeschaut für Antennen im Raum. Und warum Antennen im Raum? Weil wenn Sie die Antenne in den Raum hinaus transportieren, muss es leicht sein. Und wenn die Antenne leicht ist, heißt das, dass die flexibel ist. Und die Antenne als Ganzes ist jetzt nicht zwei Massen mit einer Feder, sondern Sie können sie approximieren mit 50 oder 100 Massen mit Federn verbunden. Und daher, wenn Sie so eine komplexe mechanische Struktur anschauen, wie zum Beispiel eine Antenne im Raum, dann finden Sie also nicht nur diese Antwort, sondern finden Sie eine Antwort mit sehr vielen Resonanzen und Gegenresonanzen über den ganzen Frequenzbereich. Und das wäre eine typische Antwort, wie Sie sie finden, für mechanische Strukturen. Und dann der Trick ist, wie kann ich das dämpfen, wo es natürlich nicht nur eine Resonanzfrequenz, sondern viele gibt und diese andere Resonanzen. Und insbesondere müssen Sie es dämpfen, auch wenn sich diese Resonanzen durch was immer, durch welche Kräfte immer, leicht verschieben. Weil Sie können sich vorstellen, ja, ich lösche diese Resonanz aus, aber das könnte dann, wenn sich die Resonanz verschiebt, könnte das Auslöschen zum Beispiel da hier sein und es würde genau das Gegenteil bewirken und effektiv die Resonanz vergrößern. Also das ist so die Herausforderung der Regelung von mechanischen Systemen, schlecht gedämpften mechanischen Systemen. Und deswegen ist das hier als Beispiel gezeigt, dass Sie zumindest qualitativ an dem einfachen Beispiel Resonanz und Antiresonanz sehen. Und das letzte Konzept, was wir jetzt einführen wollen, ist nicht minimalphasige Systeme. Also ein sehr, sehr wichtiges Konzept die Definition ist einfach. Die Implikation, warum es wichtig ist, werden wir dann sehen. Im Grunde nicht minimalphasige Systeme sind schlecht regelbar. Sind schlecht regelbar, und schlecht regelbar heißt unabhängig vom Regler. Das heißt, für gute Regler sind sie nicht so schlecht wie für schlechte Regler, aber sie sind immer schlecht. Das heißt, nicht minimalphasige Systeme können Sie nicht korrigieren durch Regelung, sondern Sie können sie nur korrigieren, indem Sie das System selbst neu entwerfen, anders entwerfen,
andere Messungen einführen, andere Aktorik einführen, um das zu vermeiden. Aber grundsätzlich nicht minimalphasig, schlecht regelbar. Jetzt, was heißt nicht minimalphasig? Gibt es viele Definitionen. Nach langem Hin und Her haben wir uns auf diese hier geeinigt. Die Definition ist ein System ist minimalphasig, wenn das System G und G-invers stabil und kausal ist. Also Sie schauen an G, die Übertragungsfunktion, Sie schauen den Kehrwert der Übertragungsfunktion. Wenn G stabil ist, muss auch G-invers stabil sein. Wenn G kausal ist, muss auch G-invers kausal sein. Was heißt das konkret? Das heißt jetzt für Stabilität. Wann haben wir Stabilität? Wir haben die Definition gerade angeschaut. Wenn alle Pole, das heißt alle Nullstellen des Nennerpolynoms, alle Nullstellen von Q von S in der linken Halbebene liegen. Okay. Inverse, das, jetzt ist das Q hier oben, aber das eigentlich, was wir anschauen müssen, ist das P hier unten. P muss auch, also diese Übertragungsfunktion G minus 1 muss auch stabil sein. Das heißt, alle Nullstellen des Polynoms P von S müssen in der linken Halbebene liegen. Zusammengefasst, alle Nullstellen, alle Pole müssen in der linken Halbebene liegen. Nullstellen, also Pole, wenn sowohl die Nullstellen von E als auch von Q von S, aber die Nullstellen von Q von S sind die Pole der Übertragungsfunktion, das sind also die Nullstellen, Nullstellen von G und das hier sind die Pole von G. Minimalphasig heißt stabil und alle Nullstellen in der linken Halbebene. Und Kausalität, gut, diese Definition ist, glaube ich, komplizierter, als es sein muss. Kausalität heißt einfach, darf keinen Prädiktor enthalten. Prädiktor wäre E hoch plus S Theta. E hoch minus, das ist Prädiktor. Delay, also Todzeit, wäre E hoch minus S Theta. Das Inverse des E hoch minus S Theta ist S plus S Theta, ist nicht kausal. Das heißt, Todzeit per Definition ist nicht, oder Inverse einer Todzeit ist nicht kausal. Und Todzeit daher ist ein nicht minimalphasiges Element. Aber jetzt, warum haben wir diesen komplizierten Ausdruck nicht minimalphasig? Woher kommt das? Und das ist illustriert hier an diesem Beispiel. Wir haben hier zwei Übertragungsfunktionen G1 und G2. Und wenn Sie sich anschauen, diese zwei Übertragungsfunktionen, der einzige Unterschied ist, Sie haben also hier ein Plus S und hier ein Minus S. Und hier per Definition von der letzten Folie wäre das nicht minimalphasig und das wäre minimalphasig. Die Frage ist jetzt, warum der Name? Wenn Sie jetzt das Amplitudenverhältnis aufschreiben für G1 und G2, dann ist das natürlich Log von Omega Quadrat plus 1, das wäre der Zähler hier. Log von Omega Quadrat plus 1, das wäre also von dem Zähler hier. Und dann Log von 0,1 Omega Quadrat plus 1 wäre dieser
Ja, der Quadrat, Entschuldigung, ja, klar. 0,01 Omega Quadrat plus 1 wäre vom Nenner. Das wäre also das Amplitudenverhältnis. Und das Amplitudenverhältnis, dieses Plus S und das Minus S, geht da hier unter in dem Omega-Quadrat. Das heißt, Plus und Minus S wirkt sich hier nicht aus. Sie haben die gleiche Amplitude für G1 und G2. Sie haben zwei verschiedene Übertragungsfunktionen hier. Aber wenn Sie das Amplitudenverhältnis ausrechnen, das Amplitudenverhältnis für G1 und G2 identisch, das heißt, gleiche Amplitudenbodeplot. Auf der anderen Seite, wenn Sie die Phase ausrechnen, dann kriegen Sie hier Tangens minus 1 Omega von hier, minus Tangens minus 1 Omega 1 Omega, das wäre der Nenner. Und hier diese Phase hier, also dieses Minus hier wirkt sich aber jetzt aus in dieses Minus hier. Das heißt, Sie haben jetzt ein Minus da hier, Sie haben eine vergrößerte Verzögerung im Fall von G2. Sie haben zwei Übertragungsfunktionen mit dem gleichen Amplitudenverhältnis, aber G2 hat mehr Verzögerung, G2 hat mehr Phasenverzögerung. Nicht minimale Phasenverzögerung für eine gegebene Amplitude. Die Amplitude ist gleich in den beiden Fällen. In G2 haben Sie mehr Verzögerung. Und Sie können sich das auch anschauen in den Diagrammen hier. Also wir haben jetzt hier G1 und G2. G1, G2. G1, G2 in dem Fall der Amplitude identisch. Im Fall der Phase haben Sie also zwischen dem G1 und dem G2 diesen Unterschied, und G2 hat mehr Phasenverzögerung als G1. Das heißt, für ein System gleicher Amplitude ist die Phase nicht minimal, und deswegen heißt es nicht minimalphasig. Das ist also hier in dem Beispiel, und wir können uns jetzt noch ein letztes Beispiel anschauen mit Totzeit. Und Totzeit natürlich die Amplitude von Totzeit e hoch i Omega t, die Amplitude wäre immer 1. Aber die Phase ist hier gezeichnet im Vergleich zur Phase 1. Wiederum ist es nicht minimalphasig, diese Totzeit bringt zusätzliche Phasenverzögerung. Und für die Regelung werden wir sehen, Phasenverzögerung im System ist schlecht, und besonders Phasenverzögerung, die kommt durch Totzeit oder nicht minimal, oder diese Nullstellenrechten Halbräume können Sie durch die Regelung nicht korrigieren. Und daher ist es ein sehr wichtiges Phänomen, weil wenn Sie sagen, Industrieregelungsprobleme, es kann sein, dass die Leute monatelang auf einem Regler den verbessern und studieren und verschiedenen Betriebsbedingungen. Und natürlich wollen Sie gern, ohne dass Sie jetzt einen Monat lang probieren, wissen, was ist schlecht für alle Regler. Und zum Beispiel, wenn Sie zwei Systeme vergleichen und das eine hat mehr Totzeit als das andere, wird es im Allgemeinen das mit der größeren Totzeit das schlechtere System sein, oder wenn die Nullstelle in der rechten Halbebene und näher dem Ursprung ist, ist das schlechter, weit weg vom Ursprung ist es egal. Das ist ein sehr wichtiges Analysewerkzeug. Schauen wir an, wo sind die Nullstellen rechts, links, und wenn die rechts sind, wo weit weg, im Vergleich zu unseren Polen, oder nahe. Und damit sind wir fertig, sogar mit allen Verzögerungen früh. Und nächste Woche pünktlich wieder am Kapitel wie geplant, Kapitel 5.